Hallo, liebe Hexerfreunde, ich bin Nightflyer und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei The Witcher 3. Wir sind weiterhin auf Schatzsuche und können ja wahrscheinlich auch wieder mehrere Aufgaben auf einmal erledigen. Bin nochmal unser Questlog durchgegangen und wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Und zwar haben wir noch eine Nebenquest. Einmal die Hexerschmiede. Geht zu der Mine bei Kaer Morhen hin. Die können wir mit irgendeiner Schatzsuche zusammen erledigen. Und wir haben noch die Klinge des Berengar. Ich glaube, die Klinge des Berengars können wir auch mit der Schatzsuche verbinden. Und ich glaube, dazu müssen wir dorthin. Das ist einmal dort und einmal dort, wo wir zwei Sachen zu erledigen haben. Aber wir gehen erstmal dort oben hin. Und dazu werden wir hier einmal versuchen, runterzukommen. Jawohl. Und hier holen wir uns mal Plötze ran. Plötze. Plötze mag gerade nicht. Vielleicht muss ich halt ein bisschen offener sein hier. Jetzt kommen Plötze. Aber irgendwie bin ich auch in der falschen Richtung, kann das sein? Ist gerade in die falsche Richtung? Ne, warte mal. Ne, wir wollen zur Markierung. Ich bin genau richtig. Ich könnte ja auch die Quest entsprechend auswählen, ne? Jetzt passt es. Genau. Jetzt können wir nämlich einfach hier dem Pfad folgen. Übrigens ist das hier nicht mehr Redanien oder Temerien oder Nilfgaard, sondern Kaer-Morhen, wo wir uns hier befinden. Nicht so schnell, Plätze. Gerade den Abzweig verpasst. Also Kaer Morhen liegt halt im Land Kaer-Morhen. Hier müssen wir irgendwie lang. Langsamer. Hier ist der Weg. Komm schon. Langsamer. Ja, vielleicht sollten wir doch zu Fuß gehen. Denn es gibt hier unterwegs immer doch noch was zu sehen, ne? Oh. Hallo, Freunde. Wir gehen mal zu Fuß weiter. Das ist mir, glaube ich, hier echt ein bisschen sympathischer. Und allzu weit dürfte das auch nicht mehr sein. Geil wäre, wenn hier jetzt noch irgendwie so ein Dörfchen in der Nähe wäre, ne? Wo Menschen leben. Das würde ich ziemlich geil finden. Ja gut, das würde ich jetzt nicht mehr so wirklich als Weg bezeichnen. Hier ist offenbar lange niemand mehr lange laufen. Was? Okay, Harpien. Du Arschloch! Ist das die Stelle, wo wir auch mit Dings waren? Ich bin jetzt gar nicht sicher. Das sind wieder eine ganze Menge jedenfalls. Oh Mann. Eine noch. Das war's. So, weiter geht's. Ah, da schwirren noch welche rum, aber die sind mir jetzt egal. Hier ist eine Höhle. Ein Wolfskopf. Ich kenne diesen Ort. Hier fanden die ersten Kräuterproben statt, bevor die Festung gebaut wurde.
Ein Wolfskopf? Wo? Geralt, wo siehst du den Wolfskopf? Den ich nicht... Ah, hier. Da. Ja, das Zeichen der Wolfsschule. Und Geralt kennt diesen Ort. Interessant. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, sollten wir. Also ich habe da eben drauf reagiert, weil das Gamepad vibriert hatte. Tja, machen wir mal... Hartnäckig. Hartnäckig. Ich wollte gerade eine Katze nehmen eigentlich. Macht Sinn. Katze. Ach, ich habe noch gar nicht meditiert. So schlecht, da müssen wir mal eben meditieren, sonst haben wir keine Katze. Da müssen wir jetzt mal ein Stündchen hier hocken. So. Welches war jetzt die Katze wieder? Diese hier, ne? Ja. Verbessert. Jetzt haben wir 4 Stück davon auf Lager. Das finde ich ganz gut. So. Viel besser. Bin ich mal gespannt, was sie hier finden werden. Ein Verschlinger. Verschlinger. Ist das Nekrophagen oder? Verschlinger. Keine Ahnung, unter was das fällt. Bestien, Geister. Ist es ein Geist? Ich glaube nicht. Das waren Ogroide nochmal. Eisriesen. Aha, okay. Relikte vielleicht. Kann natürlich auch sein, dass wir den Verschlinger noch gar nicht haben irgendwie. Ein Vampir ist es nicht. Was ist denn jetzt bitte ein Verschlinger? Unter was fällt er denn? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, es ist ein Geist, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Bestie, Drakonide, bestimmt nicht. Okay, ich weiß es nicht. Lass uns einfach drauf ankommen. Hauen wir uns einen Quen rein hier. Beziehungsweise wählen Quen aus. Und irgendwie, oder? Dann gehen wir mal hin da. Es ist echt Wahnsinn, was die in dieses Spiel für Informationen... Der Ort, an dem die Monstertöter geschaffen wurden. Jetzt voller Monster. Welche Ironie. Wahnsinn, was die hier für... Hier wurden die Mutationen durchgeführt. Gute Akustik. Die Schreie der Kinder müssen weithin zu hören gewesen sein. Okay. Verschlinger. Komm, 4 Stück davon. Keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat. Habe ich nicht zuhören können. Das Verschlinger sind auch so Art Necker, würde ich sagen. Was? Im Kampf gestorben. Oh, was? Das war ein scheiß Speicherpunkt. Das ist ein beschissener Speicherpunkt, ehrlich gesagt. Oh Mann.
Okay, es sind auf jeden Fall Necker. Ich weiß nicht, was man gegen Necker macht jetzt auf dem Kopf. Jetzt will ich aber auch nicht nachgucken. Ach, die zerplatzen. Scheißviecher. Alter. Das war aber ein mieser Speicherpunkt mitten im Kampf. Na gut, wir haben es hinter uns gebracht. Die Katze hat die Wirkung verloren. Ja, hau uns direkt nochmal eine rein. Oh, das Inventar könnte ich verfluchen, echt. So. Schauen wir uns jetzt nochmal um hier. Na, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. So, hier war was Rotes irgendwo. Da. Mutationstisch. Wie unser trauriger Albert. Nur noch trauriger. Manuskriptseite Mondstaub. Dieser Geruch, Mutagene, all die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Was ist das da noch? Okay, das war's, was ich aufgehoben habe gerade. Okay, interessant hier auf jeden Fall. Das ist genauso ein Tisch, wie wir da drüben eben hatten. Können wir hier überall mal ein bisschen Lichter machen, dann könnte man sich das eigentlich sparen mit der Katze. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Hier sind irgendwelche Zeichen an der Wand. Ah, hier, guck mal, hier hätte man Art machen können. Dieser Geruch, Mutagene, ja, ja. All die Jahre und mir ist immer noch zum Kotzen. Warte mal, wir sollen tatsächlich in diesem Kreis hier suchen. Da ist was. Irgendeine Vorrichtung. Kaputt. Finde das Schema zur Verbesserung der Hose. Mutationstisch. Wie unser trauriger Albert. Nur noch trauriger. Alter, die Katze, die Wirkung kannst du vergessen, ne? Registrierungsfoliant für die Kräuterprobe. So, Bartel von Hengfors, 9. Tod nach Verabreichen von Haargerste. Herzversagen. Diederik von Gelibol, 10. Probe überlebt. Tod kurz darauf. Multiples Organversagen. Jaap von Banglern. Probe überlebt, Zerebralschaden jedoch gravierend. Euthanasie erforderlich. Arleit von Roggewin, 10. Tod nach Verabreichen von Aristida. Zerebrale Hämorrhagie. Könrad von Rinbe, 9. Überlebt. Rekonvaleszent. Kann im kommenden Monat die Ausbildung antreten. Okay, einer hat es geschafft, offenbar. Aber das war hier noch nicht alles, Leute. Wir sollten hier vielleicht mal jede Fackel anmachen, die es hier so gibt. Ich mache hier auch mal eine Fackel an. Kein Bock jetzt hier lauter Katzen zu verbrauchen. Wir haben hier noch was übersehen. Hier muss noch irgendetwas sein. Hier? Nee. An dieser Kiste waren wir. Da hinten ist noch was Rotes. Das, was jetzt zwar außerhalb des Kreises ist, aber okay. Einiges was Rotes. Hier wurden die Kräuter vorbereitet. Germa, Nachtschatten, Wolfsbann. Das Beste der Natur. Adelslinien des Nordens.
Dokument. Keine Ahnung, wozu das dienen soll. Ist vielleicht auch besser so. Okay, aber hier ist noch mehr. Ein Behälter für Kräuterauszüge. Ich kann mich noch an die Tees erinnern, die sie uns gegeben haben. Ja, ich würde aber gerne noch an diesen Schrank ran hier. Kerze, Dürrobst und so weiter. Da ist noch eine Kiste. Hexer, nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Mein Abend mit einem Vampir. Offenbar haben wir beide schon mal gelesen. Das hilft uns jetzt alles nicht so richtig weiter. Gnomische Scherze. Die gesammelten Verse von Gonzalo de Vercio. Haben wir auch schon 100 Mal gesammelt. Da im Regal könnte noch was sein. Sie, die da weiß. Gnomische Scherze. Porträt der älteren Völker. Tja, Leute. Ich weiß nicht genau, wonach wir jetzt suchen hier. Also, wir suchen das Schema zur Verbesserung der Hose offenbar. Und das soll in diesem Bereich sein. Warte mal, ich ändere mal eben die Quest. Führt woanders hin, ja. Okay, also wir sind hier richtig. Keine Ahnung, wozu das dienen soll. Ist vielleicht auch besser so. Ich wollte eigentlich nur die Haarschleierlinge sammeln. In der Nähe. Es muss jetzt hier irgendwo sein. Vielleicht mache ich mal einen Art. Warte mal, da sind irgendwelche Zeichen. Nee. Da ist irgendwas gebracht. Nicht wirklich. Aber wir sind hier richtig. Also es muss hier in der Nähe sein. Das Schema zur Verbesserung. Jetzt sind wir aus dem Bereich wieder raus. Boah, das macht mich jetzt aber hier gerade ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht mehr, wonach ich suchen soll. Wir haben alles abgesucht. Kiste haben wir aufgemacht. Und guck mal, wir haben eine Brotkrumenspur, die genau in die Mitte hier führt. Quasi. Ich weiß es nicht. Warte mal, da. Da ist noch eine Kiste. An die ich nicht rankomme irgendwie. Jetzt. Überlegene Wolfshose. Mann, das war aber krampfig. Das war aber gut versteckt, die Kiste hier. So, haben wir jetzt hier sonst noch eine Quest zu erledigen? Ich glaube nicht, oder? Wir gehen nochmal hier weiter, aber ich glaube, hier ist die Höhle auch zu Ende. Ja, hier können wir auch wieder raus aus der Höhle. Das haben wir erledigt. Mann, das war aber ein Krampf. Aber Ewigkeiten gebraucht, diese Hose zu finden, ne? Da ärgere ich mich natürlich, dass ich jetzt die Katze noch genommen habe. Aber was soll's. Man kann übrigens, ich hatte gesagt, vielleicht kehren wir ja gar nicht nochmal nach Kaer Morhen zurück oder so. Natürlich kehren wir nochmal nach Kaer Morhen zurück. Also wir können jederzeit, glaube ich, nach Kaer Morhen zurückkehren. Weltkarte.
Dass hier keine Schnellreisepunkte sind, das macht mich irgendwie ein bisschen irre. So. Das ist doch echt mies, oder? Dass hier jetzt kein Schnellreisepunkt ist. Das finde ich nicht so gut gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt hingehen sollten. Es ist alles weit. Wahrscheinlich am ehesten dahin, ne? Ist ja auch ausgewählt, aktuell. Ist auf jeden Fall sehr weit. Ich versuch's mal querfeld ein. Ich habe keinen Bock auf die Harpien. Pack doch mal die scheiß Waffe weg. So. Mensch, die werden aber irgendwann aufhören, oder? Geht weg. Ach Mann, ey. Jetzt sind sie weg. So, wir versuchen es jetzt einfach mal querfeld ein, so ein bisschen. Zwei Bären mindestens. Wir müssen es ja nicht herausfordern. So, das ist die Bastion jetzt. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Der bringt uns aber auch nichts. Denn da, wo wir hin müssen, da haben wir auch keinen Schnellreisepunkt. Haben wir das gesehen? Huch! Was macht ein Geralt da? Geiler Trick! Ne, ich würde sagen, wir gehen hier weiter. Oder? Ja, wir können ja jetzt hier mal runter. Ja, nimmt doch ganz schön viel Zeit in Anspruch, das Ganze hier. Was aber eben daran liegt, dass hier keine Schnellreisepunkte sind, oder so wenig nur. Also ich hätte jetzt zumindest an so einem Schlüsselpunkt erwartet, dass da wieder ein Schnellreisepunkt ist. Dann hätten wir nämlich nach Kaer Morhen zurückreisen können und von da aus neu durchstarten können. So müssen wir den ganzen Weg zurücklegen. Naja, was soll's. So, jetzt gucke ich gleich mal nochmal auf die Karte. Wir hatten... Okay, wir müssen hier lang. Jetzt war ich nämlich gerade auf dem falschen Punkt fixiert. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier ist ein Damm. Und die Eisenmine. Und hier ist ein Schnellreisepunkt. Das ist sehr gut. Das finde ich gut. Also von hier aus werden wir relativ zügig wieder wegkommen können. So, und hier haben wir zwei Sachen zu erledigen. Ich glaube, da würde ich beinahe sogar die entsprechende Quest auswählen, statt die Schatzsuche. Denn die Schatzsuche, die erledigen wir meistens immer automatisch mit. Okay, hier ist die Mine. Und das müsste die Quest sein mit, ich habe den Namen jetzt vergessen. Die Klinge des Berengar. Glaube ich, oder? Oder war das, welche waren die andere? Klinge Berengar. Hexerschmiede. Kämmer für hier an der Mauer. Geh zur Mine. Okay, das ist die Quest. Alles klar. Hat lieber das andere zuerst gemacht. Eine Eisenmine. Seit Jahrhunderten erschöpft. Schädel. Ja, und ich glaube, hier könnten wir wieder Katze gebrauchen. Vielleicht. Pass auf, ich meditiere jetzt nochmal eben eine Stunde. So, Inventar. Ich weise jetzt dann doch mal eben die Katze zu. Ich muss mir da doch ein bisschen zu oft ins Menü hier. So, verbesserte Katze weisen wir mal zu.
tauschen wir mal den Waldkauz aus. Soweit so gut. Ich wähle nur wieder das Trinken aus, weil ich habe keinen Bock, die immer aus Versehen zu nehmen oder so. Wackelt das hier? Okay, ich glaube, hier erwartet uns etwas Größeres. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Ich weiß nicht genau, was Geralt gerade meinte. Hast du schon da links geguckt? Weil hier sehe ich jetzt nichts. Was ist denn das, ein Kollege? Oh. Ich kann es nicht sehen. Aber wir müssen offenbar gegen den kämpfen. Ich glaube, es ist ein Troll oder was. Oder so ein Erdgenius wieder. Oh Mann, ich speichere mal. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Erdgenius ist. Da möchte ich jetzt mal ins Bestarum gucken. Letztes Mal hatten wir den ja noch nicht. Den Erdgenius. Konstrukte Erdgenien. So, und der mag die Dimeritium-Bombe nicht und das Konstruktöl. Das ist klar. Das machen wir auch mal drauf. So, Konstruktöl. Ja, da war es doch. So, die Dimeritium-Bomben haben wir, glaube ich, zugewiesen, wenn ich mich irre. Ja, haben wir. Na, Freund? Ich weiß nicht, warum die immer so stehen bleiben. Bei mir soll es recht sein. Eine Magie beschworen und als Wächter zurückgelassen. Aha, der wurde als Wächter zurückgelassen. Weg. Ich glaube, der ist am Rücken verwundbarer. Oh, jetzt, irgendwas habe ich jetzt gerade falsch gemacht, falsche Taste gedrückt. Jetzt war ich gerade bei Elex. Okay, nochmal. Was ist das Grüne hier die ganze Zeit? Oh Mann. Bombe haben wir schon verbraucht. Probieren wir es mal ein bisschen mit Igni. Der saß. Ja, der ist hartnäckig. Der Kollege ist hartnäckig mal wieder. Wie hinter denen kommen. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Irgendwie ist es nicht so einfach, hinter denen zu kommen. Jawohl, der saß. Kritischer Treffer. Oh.
Falsche Taste gedrückt, verdammte Axt. Jawohl, wieder kritischer Treffer. Das ist der Weg gegen den. Ah ja, ich habe keine Bombe mehr. Mann, ich bin voll bei Elex gerade, weiß ich gar nicht wieso. Leider kein kritischer Treffer. Ich muss aber sagen, also dieses mit dieser mit der Auto-Regenerierung, das ist schon ziemlich krass. Wir haben immer noch volle Energieleiste hier. Ich brauche gar keinen Quen mehr benutzen. Na doch. Ich will doch nur hinter denen kommen. Das war's. Den Notizen zufolge muss ich das Buch am richtigen Ort platzieren. Okay, aber erstmal looten wir den Kollegen hier. So, und schauen uns natürlich um. Das sieht man so aus nach Platzieren. Aber erstmal aufnehmen. Schema überlegene Wolfshandschuhe. Und dann legen wir es mal drauf hier. So, achso, wir sollen die Kammer noch untersuchen, oder was? Das Medaillon summt. Hier ist Magie. Ja, hier. Das Hundeteig, keine Magie. Was ist denn hier los? Okay. Sehr interessant. Das dumme Gefühl. Ist da noch irgendetwas auf uns wartet? Gerade kurz mal geguckt, wir sind bei über 30 Minuten schon wieder. Ich würde aber zumindest das hier gerne zu Ende machen. Das ist keine gewöhnliche Schmiede. Das Medaillon zeigt Magie an. Ich sollte mich umsehen. Ich glaube, da war noch was. Oder? Nee. Massaker von Syndra. Da ist irgendwas Rotes. Der Blasebalg eines Schmieds. Zurück! Fort! Dieser Ort gehört mir! Wer ist denn Radmir? Okay, Geralt kennt ihn. Radmir von Tor-Karnet? Der wurde bei Falkas Rebellion lebendig gehäutet. Das ist lange her. Falkas Rebellion, das muss aber schon sehr lange her sein. Falka ist eine Vorfahrin von Ciri. Wer bist du? Ich bin das Feuer, die Seele dieser Schmiede. Ich bin die Flamme, die den Stahl erntet. Interessant. Hör mal, ich will mich nur umsehen. Eifrigling, das kann ich nicht gestatten. Das gestatte ich nicht! Autsch! Nicht gestatten! Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem hier. Was an Ifrit? Was ist denn Ifrit? Ifrit. Schnell mal gucken. Das kann ja auch nur ein Konstrukt sein, oder? Aber ich glaube, da haben wir noch keinen Eintrag für.
Warum leuchtet ein Draconida eigentlich? Ist hier irgendwas Neues drin, oder? Ja, okay. Also, ich glaube, Ifrit haben wir nicht. Keine Ahnung. Wir müssen den irgendwie bekämpfen jetzt. Erstmal ein Quen. Kann ich schaden? Stufe 30. Ja. Die Quest war ja auch Stufe 30. Ich glaube, Feuer wird dir nichts ausmachen. Denn der hat selbst mit Feuer hantiert gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht eine Art. Ihr seht, der hantiert selbst mit Feuer. Oh. Vielleicht sind wir ein bisschen zu früh hier. Natürlich nichts, aber hat Wirkung gezeigt. Das aber auch. Ja, scheiße. Die Kartätsche zeigt ein bisschen Wirkung, das ist gut. Oh. Dass man nicht springen kann hier im Kampf, ist ein bisschen zum Mäusemelken. Okay, vielleicht. Ich glaube, was anderes als Art wird bei denen. Wir können mal probieren mit Irden. Ich glaube, das scheint ihm nicht allzu viel auszumachen. Aber immerhin gibt es jetzt ein bisschen was in die Fresse hier. Aua! Jetzt wird es gerade ein bisschen heikel. Eieiei, jetzt wird es gerade gefährlich. Ich muss eine Schwalbe nehmen, das nützt alles nichts. Oh, die sind gleich tot. Das bringt mir alles gerade nichts. Wieso? Weil ich vergiftet bin oder so? Boah, ich weiß nicht, was mache ich denn gegen Gift? Aber wir haben einen anderen Trank noch, fällt mir gerade ein, mit dem wir sofort Energie, war der das? Wolfsstunde? Schwert war... Nein. Bier ist absolut. Nein, welcher Trank war? Warte mal, das müsste unten sein, glaube ich. Verbesserter Vollmond. Goldener Pirol. Ah, hier. Den nehmen wir. Gewährt Immunität und neutralisiert Gifte. Dann hier einen goldenen Pirol. Und stellt einen großen Teil der Vitalität sofort wieder her. So. Ach, das war meine eigene Vergiftung, die ich da gesehen habe. Durch Dings, glaube ich. Durch Tränke. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte einen Art machen. Und eine Kartätsche noch geben. Oh. Aber unsere Energie geht runter. Warum? Ich verstehe das gerade nicht. Jetzt geht sie wieder hoch. Oh, hat er uns wieder erwischt, der Arsch. Mann. Ist doch nicht wahr. Boah, das ist aber heikel. Oh, Mann. Was? Jo, der Kollege ist ein bisschen hartnäckig, Freunde. So, und bevor ich jetzt hier weitermache. Also ich glaube, der ist ein Konstrukt. Haben wir Konstruktöl drauf? Ich glaube ja, ne? Ja. Okay. Ne, das war schon richtig. So, wir hauen uns jetzt erstmal gleich Tränke rein hier. Ich glaube, vergiftet hat er uns nicht.
Ich weiß zwar nicht, wieso unsere Energie da immer runtergegangen ist, aber ich glaube, vergiftet hat er uns nicht. Den nehmen wir. Den Wildkotz hatte ich rausgenommen, ne? Beschleunigt die Regeneration. Der Ausdauer, den nehmen wir. Ja, und dann nehmen wir noch den Donner. Quen. Zieh da an einzusammeln. Oh Mann, ich bin total himmelig gerade auch. Der ist doch ganz schön hartnäckig, der Kollege. Oh Scheiße, wir haben die Liberation-Bombe schon weg. Warum das denn? Ach so. Ne, wir haben ja die Kartätsche genommen gegen den. Ja, ihr seht, ich bin gerade völlig durch den Wind. Bin ein bisschen gestresst. Gleich noch einen hinterher, komm. Also Art hat auch ein bisschen Wirkung auf jeden Fall. Ein Problemchen ist, dass Geralt einfach verdammt langsam immer ist. Wenn ich den gerade irgendwie gestunt habe oder so, da hinzukommen ist jedes Mal ein Krampf. Jetzt hat's mal geklappt. Was macht er da jetzt? Arschleich. Mein lieber Schwan. Das Feuer ist aus. Mal sehen, was hinter der Feuerstelle ist. Puh, der war ganz schön hartnäckig, der Kollege. Das war ein Feuergenius also. Würde ich sagen. Und es ist eine Art Golem, oder? Sonst hätte der ja kein Golemherz. Also da lag ich dann doch einigermaßen richtig mit. Eine Illusion. Das heißt, einfach durchgehen. Ein Geheimfach hinter einer Illusion. Interessant. Quest abgeschlossen, die Hexerschmiede. So, Spiekauk, Akiton. Nilfgaardische Wächterrüstung. Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung. Das ist kein Schema, sondern eine Rüstung. Aber dafür müssen wir Stufe 34 sein. Boah, Mann, ist das fies. Ist das fies. Das dauert noch ewig. Krass, aber wir haben schon mal eine Wolfsrüstung. Geil. Geil, geil, geil. Ich find's gut. Ich glaube, der hat uns immer abgezogen vorhin, weil hier überall, der hat ja immer hier Feuer gemacht. Ich glaube, wir haben uns da einfach mal in den Arsch verbrannt.
Boah, Leute, ich habe ja in der Aufnahmepause das ganze Zeug in unsere Truhe getan, in unser Lager. Und ich glaube, ich werde das Zeug nie wieder los. Wow. Also da muss ich sehr, sehr oft zu Händlern laufen, um das ganze Zeug mal loszuwerden. Die Quest ist erledigt. Wie sieht das jetzt aus mit der Schatzsuche? Haben wir nur noch den einen Punkt, der dann dort wäre. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube beinahe, es könnte Sinn machen. Ich bin mir nicht sicher. Was macht mehr Sinn, von Kaer Morhen zu starten oder jetzt einfach hier rüber zu latschen? Guck mal, da ist auch noch was. Vielleicht latschen wir einfach hier rüber. Notfalls können wir hier noch drüber ausweichen, falls wir hier nicht weiterkommen. Denn das Gebiet kennen wir ja wahrscheinlich auch noch nicht so großartig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir davon gesehen haben und was nicht. Schauen wir mal. Das dann aber erst in der nächsten Folge. Für diese Folge sind wir erstmal wieder durch. Ich glaube, es ist wieder relativ lang geworden, aber ich wollte das jetzt auch nicht auseinanderreißen, wobei natürlich jetzt die letzte Schatzsuche halt nochmal extra ist. Ja, so machen wir's. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und bis dahin. Ciao, ciao. So, hier kommen wir rüber. Sehr geil hier, oder? Oh, Alter, hier sind überall Bären. Nee, komm. Ich glaube, diesmal kommen wir nicht drum rum. Ich glaube, die nächste Folge fängt mit einem Bärenkampf an. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Vier Bären sehe ich. Also, bis dahin. Ciao.